Das ist so... so komisch einfach. Köchin? Hail, friend. Whatever you need. Voll abwerten, so. Hail, friend. Ich bin was Besseres als... Kachbar. So, seid ihr jetzt alle pleite? Ich glaube, die sind alle pleite. Dich hatten... Ach ja, Alvin. Vergessen. Den Edwin hatten wir, der ist pleite. Bei dem können wir nichts kaufen. Ja. Der ist auch pleite, ne? Oh Mann, die sind halt alle schon... komplett blank. Ich hatte keinen Bock, jetzt noch in ein anderes Dorf zu ziehen. Wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, die kriegen jeden Tag neues Geld. Ist das jede Jahreszeit bloß? Das wäre doof. Das hieße, wir müssen wohl oder übel ins andere Dorf, dann kann ich da auch die geklauten Bretter verkaufen. Essen muss ich auch, ich habe gerade nichts dabei. Das schaffen wir mal schnell. Dann jagen wir 4 Wildschweine. Damit sollten wir uns auch beeilen. 5 Stunden ist nicht besonders viel Zeit. Bei uns in der Gegend sind 2. Vielleicht muss ich dafür mal ein bisschen rumreiten. Sowieso doof, dass ich losgelaufen bin. Eigentlich hätte ich direkt mit dem Pferd in die Dörfer gesollt. Aber ich wollte ja nachts noch sammeln. So, egal wer, irgendjemand muss was kaufen. Du zum Beispiel. Pass auf, ich habe hier beste Bretter. Inzwischen werden wir aber wirklich gut bezahlt, da kannst du nichts sagen. Fast 6000, die wir haben. Sehr gut. Also zu Hause essen. Und Wildschweine jagen. 4 Stück, das kann ein bisschen dauern. Wie viel Zeit haben wir insgesamt? Toll, da steht halt keine Arbeit, keine Zeit. Da steht nur, dass er nach der Jahreszeit verfällt. Konnte man das nicht auch irgendwo einsehen, wie lange man noch Zeit hat? Ich würde das halt schon gern wissen. Und die Frage ist auch, nehmen wir den blanken Speer wieder oder... Auf jeden Fall brauchen wir eine Axt. Bronze oder so, die richtig schön Damasch macht. Die muss richtig reinzwiebeln. Ja, ist ja gut, wir essen doch schon. Wir haben keine... Hä? Warum haben wir keine Kohlsuppen mehr? In die Küche. Hier. Mach mal ein bisschen weniger hiervon. Und sehr viel mehr hiervon. Krass, da haben wir einfach fast gar nichts mehr. Wird reichen, oder? Oh, so ein Stück gebratenes Fleisch. Ich habe so einen Hunger. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich dachte. Wenn ich ganz ehrlich bin. War ein bisschen lausig. Ich nehme mal den Bogen mit. Und die Axt.
Auf die 1. Die Pfeile. Und die Axt auf die 2. Wollen wir das Pferd mitnehmen? Ja, wobei eigentlich allein wegen Ausdauer schon. So, komm mal ran hier. Ich find's halt doof, dass man nicht vom Pferd aus schießen kann. Macht in meinen Augen auch relativ wenig Sinn, weil Pferde wurden durchaus für die Jagd genutzt. So, da hinten gab's Wildschweine. Irgendwo hier. Diese Gegend. Schweini, 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 Schweini. Das war doch hier. Hirsche würden alternativ auch gehen, aber ganz ehrlich, Hirsch will ich halt nicht. Die sind mir zu flink. Das ist ein Elch. Weißt du, das Problem ist ja wirklich nicht, die Viecher zu erlegen, sondern die erstmal zu finden jedes Mal. Richtig, richtig ätzend. Ja, hier sind halt immer mindestens 2 oder 3 Stück. Oder sind die jetzt weg, weil ich abgeholzt habe? Das könnte natürlich sein. Ich meine, wenn wir die Quest am Ende nicht schaffen, es ist ja jetzt nicht so schlimm. Aber ich hätte mich halt irgendwie gefreut. Das wäre schon cool. Aber wir werden ja wohl irgendwo ein Wildschwein finden. Beziehungsweise halt mehrere. Hasen. Ich hätte auch gern den Jagdskill, dass wir die Tiere sehen. Hätte ich vielleicht schon längst machen sollen. Also sollten wir wieder ein Level freischalten in der Jagd. Diesmal auf jeden Fall den Fährtenleser. Also den Kamerad da hinten, den haben sie abgeholt, das passt. Sag mal, sind jetzt plötzlich alle Wildschweine ausgestorben oder was? Und ich hoffe, die Quest beginnt vielleicht auch erst mit dem ersten Wildschwein, das ich töte. Ja, hier könnten wir auf Hirschjagd gehen. Aber ich glaube, die packe ich nicht. Die sind halt echt schnell. Wildschweine greifen halt wenigstens auch noch an. Hier 2 Stück. Pferd, bleib hier. Nummer 1 haben wir. Ich lasse es mal kurz liegen. Wo ist denn das zweite hin? Rennt da hinten. Ja. Und sogar noch getroffen. Wow. Ich habe kein Messer dabei. Messer machen können wir aber inzwischen ganz gut. Haben wir hier irgendwo Steinchen? 2 Stück.
So, die Hälfte haben wir geschafft. Das heißt, zwei Wildschweine müssen wir noch finden. Dürfte aber, glaube ich, jetzt nicht so schwierig werden, oder? Und irgendwie konnte ich, glaube ich, auch nach dem Pferd pfeifen. So war das nicht. Da. Oh, guck mal, wie es noch laufen will. Oh, oh, süß. Mit seinen Schlapperbeinen. Oh. Einmal ganz kurz gucken. Was war denn zum Pfeifen? Pfeifen, Pfeifen. G. Stabil. Zwei weitere Wildschweine. Bestimmt werden wir hier in den Wäldern auch noch fündig. Oder? Ich meine, wenn wir halt... Wiesend sollte ich, glaube ich, gerade nicht machen. Ich habe halt ein bisschen Schiss, dass ich plötzlich vor einem Wolf stehe. Weil das Pferd ist anfangs oft sehr träge. Und so ein Wolf kann halt unser Pferd auch angreifen. Und das wäre sehr schlecht. Wildsau? Hallo? Aber cool, mit dem Bogen zwei Schuss. Man könnte davon ausgehen, dass der hier dadurch auch nicht mehr aushält. Ist aber halt definitiv schneller. Ich weiß, jetzt müsste ich dem ewig hinterherrennen, würde ihn sowieso verlieren. Das ist doch scheiße. Ich will dann doch lieber Wildschweine. Ey, schubser mich da einfach runter. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Wir werden doch... Gut. Ist dann wohl doch nicht so schwer, wie ich dachte. Dann kriege ich auch noch ein zweites hin. Ein Bogen, sehr cool. Da sind Pfeile. Also gut, dann brauchen wir jetzt noch einen Hirsch. Die waren ja hier zur Genüge. Toll, sind jetzt wirklich alle abgehauen? Und da drüben ist einer. Oh, und wie majestätisch. Wie majestätisch. Bleib irgendwo stehen. So. So schließt man eine Quest ab. Mit toten Tieren. Die lege ich der Alten jetzt vor die Haustür. Ich hole mir mal schnell ein Taxi.
Hat er fein gemacht, ne? Ein bisschen ganz feiner. Dann reiten wir der Quest entgegen. Mal schauen, wie wir belohnt werden. Ich meine, sie hatte eine ziemlich große Klappe. Sie meinte, sie wäre eine bessere Jägerin als ich. Da musste ich natürlich erstmal was dagegen tun. Als ob der jetzt Durst hat. So, wenn der Pferd schon an Ausdaueranschlag ist, kurze Pause und dann geht's weiter. Kein Fallschaden? Oh doch! Oh doch, sogar gewaltig. Oh oh. Hups. Aber das heilt sich auch wieder, oder? Das bleibt jetzt nicht für immer kaputt. Hier sagst du. So, ich hab's geschafft. Guck mal, wie sie zu mir aufblickt. Richtig, du hast gewonnen. Du bist besser als ich. Wie wäre es mit einem Preis für den Gewinner? Fordere dein Glück nicht heraus. Gut, das hier ist für dich. 32 Münzen und 50 Reputation. Boah, will die mich verarschen will. Das ist frech. Das ist nicht mal. Das ist nicht nur schlecht, das ist wirklich frech. Und dafür bin ich ewig rumgeritten. Heilt sich das Pferd jetzt schon auf? Ja, ne? Es sieht sehr viel gesünder aus, plötzlich. Aber jagen sollte man vielleicht zukünftig generell mit dem Bogen, oder? Das kommt ganz gut. Ein paar Steinpfeile auf Vorrat machen, dann können wir mit Sicherheit auch richtig gut in den Bären reinballern. Ich mag den Bogen. Anfangs nicht so, aber inzwischen. Dann doch schon sehr. Los, rein hier. Basultan, komm. Sei ein liebes Hottehü und rein hier. Na siehste, so ist er fein. So ist er fein. Ja, okay, lass mich runter. Dankeschön, bist ein Fein. So, wie schaut's auf dem Feld aus, meine werten Damen und Herren? Die sind halt super langsam. Leute, ihr seid zu viert. Apropos, wo ist denn der vierte? Eins, zwei. Wo ist denn unser vierter Bauer? Eigentlich sollte er hier. Hä? Dieser Name von dem Pferd. Was hast du gegen Basultan? Hä, wo ist der denn? Drei Landwirte. Auf dem Kleinfeld dürfte er nicht sein, weil da ist nichts zu tun. Die kleinen Felder sind ja erst im Herbst dran. Okay, das Spinnrad hat zum Glück aufgehört. Siehst du, hier ist er auch nicht. Drückt sich da jemand einfach vor der Arbeit? Oh, wie viel Leingarn wir noch haben. In der Scheune war er gerade auch nicht. Oder sie, oder es, wer auch immer. Die machen einfach, was sie wollen. Ja, abgekratzt glaube ich nicht, weil sonst würde ich das ja sehen. Also hier sind drei Leute auf dem Feld.
1, 2, 3, das ist die vom Schweinestall, die zählt nicht. Und hier steht niemand. Hä, wollen die mich verarschen? Vor allem, wer fehlt denn überhaupt? Wir haben Razimir, Ulrik. Ich glaube, Roch fehlt. Wo ist Roch? Roche? Ja gut, hätte mich auch gewundert, hier wohne ich. Oh Manni, hallo! Nicht, dass er irgendwie sich irgendwo festbackt, kann halt passieren, ne? Aber dann müssen wir das rausfinden. Hier ist er auch nicht. So ein Dorfbewohner kann ja auch nicht einfach... Wie ist denn das passiert? How is life treating you? Wie zum Teufel soll ich ihn da rausbekommen? Hier ist ein Kopf. Ja, wir warten mal ab, ob der am nächsten Tag, wenn wir geschlafen haben, vielleicht wieder normal ist, aber ganz komisch. Muss ich nicht unbedingt verstehen können. So, hier ist schon gedüngt. Wir sind am Säen. Hier wird noch etwas geerntet. Normalerweise, wenn er arbeiten würde, wäre nämlich, glaube ich, mit dem Ernten auch schon fertig. Apropos Ernten. Ich kann ja noch ein bisschen herstellen, ne? Ich bin so doof. Was laufe ich denn dahin? Ich habe doch extra... Oh, ich habe doch extra ein Lager zur Scheune gebaut. So hungrig bist du nicht. Hier nochmal 649 Flachs. Die Samen können wir dann dafür komplett verkaufen. Allein wie viel Leingarn das wird. 118. Ist schon angenehm. Breitwegerich kommt hier rein. Beere kommt ins Lager. Leder. Löwen. Nein, Löwenzahn. Ich will halt unbedingt noch mehr Kohle, ne? Bin ich ehrlich. Da sehe ich uns gerade einfach so ein bisschen. In Reichtum schwelgen. Oh, das mit Roch interessiert. Oh, das ist so dumm einfach. Kann der nicht wie ein normaler Mensch leben? Und soll ich vielleicht einfach mal Kohlsuppe herstellen? Ich mach mal Gewicht kurz aus. Einfach nur, dass wir das transportieren können. Ich mach mal Kohlsuppe. Einmal alles. Wenn es denn geht. Dann hätten wir auf jeden Fall wieder mehr als genug Essen. Eine Sorge weniger. Vor allem, weil wir halt gerade auch super viele Holzschalen haben. Nein, was war das? Einen Bogen habe ich abgelegt. Ist egal. So, hier lohnt sich das Ganze dann nämlich.